Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute dürfen wir Sie einladen zu einem kulinarischen Festtagsausflug rund um die Schweiz. Das Festtagsmagazin von Coop enthält das Mal nämlich neben praktischen Tipps, vielen Ratschlägen und interessanten Angeboten gerade auch noch raffinierte Menüvorschläge aus den drei Sprachgebieten. Bestimmt kein Sprachproblem gibt es beim Aperitif. Bringen Sie sich in Stimmung mit diesen feinen Häppchen, die den Appetit wecken und lustig machen auf das, was nachher kommt. Alle die feinen Sachen, die wir Ihnen heute gezeigt haben, gibt es jetzt in Ihrem Coop-Laden. Ausser dieser guten Bedienung natürlich. Aber mit dem Coop-Festtagsmagazin sind Sie ebenfalls bestens bedient. Bestens bedient sind Sie wie immer auch mit dem Coop-Rezept aus der Studioküche. Wir dürfen uns jetzt schon von Ihnen verabschieden. Aus dem grossen Coop-Angebot am tiefgekühlten Geflügel habe ich für Sie eine Ente ausgesucht. Ich habe die Ente halbiert und im heissen Brottopf 20 Minuten gut ausbraten. Dann habe ich sie rausgenommen und das Fett abgegossen. Im restlichen Fett habe ich Zwiebeln und Äpfel angebrötelt. Dazu kommt jetzt Sauerkraut. Das Sauerkraut wird kurz mitgedämpft und dann mit Bouillon abgelöscht. Mit Pfeffer und ein bisschen Tomatenpüree würzen und dann kommt die Ente hier drauf. Alles zusammen zugedeckt. Im vorgeheizten Ofen etwa 3/4 Stunde schmoren. Nach dieser Zeit wird die Ente mit Honig eingestrichen und dann abdeckt noch einmal im Ofen fertig gebraten. Zu dieser feinen Ente mit Sauerkraut passen am besten Salzherdöpfel. Ich bin ganz sicher, das gibt einen Erfolg. Und jetzt noch ein paar vorteilhafte Offerten. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Inkarom im Nachfüllbüttel statt 11,60 nur 9,50. Mondial Fruchtkonserven sind 60 Rappen günstiger. Zum Beispiel 10 Scheiben Ananas kostet statt 1,70 nur 1,10. Coop Quickschüffeli per Kilo nur 17,90. Eine Tragtasche an 2,5 Kilo Urgenta-Herdöpfel nur 2,20. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag eine Schwarzwälder Roulade nur 3,40. Gehacktes Rindfleisch per Kilo nur 9,80. Ein Mango für nur 1,60. Papayas per Stück 1,60 und ein Kiwi nur 40 Rappen. Auf Wiedersehen!